Point-and-Click-Adventure-Games galten lange als tote Kunstform. Auch wenn das nicht ganz stimmt, war das Genre lange Zeit aus dem Rampenlicht verschwunden und wurde nur von wenigen Spieleschmieden in Angriff genommen. In jüngster Zeit finden sich vermehrt Adventure-Games in den Bestsellerlisten, allerdings meist in etwas veränderter Form. Das klassische Point-and-Click-Gameplay und die teils schleierhaften Puzzles sind heute weitestgehend durch moralische Entscheidungen und einen Fokus auf Charakterentwicklung abgelöst worden. Das bedeutet allerdings nicht, dass diese ursprüngliche Form gänzlich das Zeitliche gesegnet hat. Ebenso wenig hat unsere Hauptfigur das Reich der Lebenden verlassen. Wir beginnen unser Abenteuer auf einer Bar in einem Labor. Schnell wird offensichtlich, dass Mary Shelleys Frankenstein die zentrale Inspirationsquelle für Belladonna ist. Das Labor befindet sich in einem Verlies eines Schlosses, bewohnt von Dr. Wolfram von Trauerschloss. Der Doktor beschäftigt sich dementsprechend mit der Reanimation von Körpern dahingeschiedener Lebewesen, unter anderem auch Menschen. Davon ist allerdings wenig direkt im Spiel zu beobachten. Unser Abenteuer ist eher eine Investigation vorhergehender Ereignisse als eine durch unsere Aktionen angetriebene Geschichte. Wir erkunden das Schloss und sammeln diverse Objekte, um damit Puzzles zu lösen. Dabei stoßen wir auf eine Handvoll Tagebucheinträge, welche von verschiedenen Charakteren verfasst wurden und uns als Erläuterung der Geschehnisse dienen. Damit sind wir bei einem zentralen Problem angelangt. Neuzeitliche Adventure-Games leben davon, uns interaktive Geschichten zu präsentieren, in welchen wir direkt in die Geschehnisse involviert sind. Belladonna steht dazu in starkem Kontrast und erinnert dabei eher an die Erzählungen von H.P. Lovecraft. Keine schlechte Inspirationsquelle. Allerdings fehlt es der Geschichte an klaren Zielen, welche diese Investigation interessant erscheinen lassen würde. Zumal die Tagebucheinträge viele Enthüllungen vorhersehbar machen. Außerdem bleibt festzuhalten, dass die Geschehnisse nicht denselben Effekt haben wie die Geschichten, die sie inspirierten. Zu viele Aussagen unserer Protagonistin sind humoröser Natur, um uns das Grauen zu lehren. Generell ist der Schreibstil eher unspektakulär. Gerade für Adventure-Games, die mehr als fast jedes andere Genre von ihren Geschichten leben, stellt dies ein Problem dar. Viele Aussagen und Kommentare unserer Protagonistin klingen forciert oder ungewollt komisch oder grenzen an Sarkasmus. Wenn ich in einem angeblich von Horror inspirierten Abenteuer ein Bücherregal untersuche, erwarte ich nicht, dass mein Charakter über numerische Unendlichkeit philosophiert. Weder das Regal noch die Aussage haben einen Bezug zur eigentlichen Geschichte. Es ist klar, dass der Autor der Geschichte den berühmten LucasArts Games nacheifert, in welchem praktisch jede Interaktion mit Objekten oder anderen Charakteren in einer amüsanten Aussage endet. Allerdings führt dies zu einer gewissen Dissonanz zwischen den Aussagen unserer Protagonistin und der Welt, in welcher wir uns befinden. Kein Element der Geschichte ist von humoristischer Natur. Es geht um Trauer, um persönliche Verluste, zwischenmenschliche Beziehungen, Eifersucht und Wahnsinn. Dazu passt Humor ohne Bezug zu diesen Thematiken einfach nicht. Außerdem sind die Thematiken zu ernst für den relativ simplen Schreibstil, der uns hier präsentiert wird. Nebst diesen Unzulänglichkeiten überzeugen die Puzzles leider auch nicht wirklich. Wenn ich richtig mitgezählt habe, gibt es nur etwa 4 oder 5 Puzzles zu lösen, welche allesamt sehr offensichtliche Lösungen haben und meist mit nur wenigen Objekten überwunden werden können. Inventarspielereien begrenzen sich auf das Nötigste. Wir können 2 Gegenstände miteinander kombinieren, um Puzzles zu lösen. Allerdings sind diese Kombinationen meist von selbstredender Natur. Wenn dies nicht schon genug wäre, machen die Aussagen unserer Protagonistin die Lösungen nur noch offensichtlicher. Nie wird von uns verlangt, wirklich kreativ zu werden. Der einzige Aspekt, der mir positiv an Belladonna aufgefallen ist, ist die visuelle Präsentation. Wir finden uns in einer liebevoll gestalteten, mit Details gespickten Umgebung wieder und generell vermag das Spiel durchaus einen Hauch an Atmosphäre aufzubauen. Und die Musik unterstreicht dies ebenfalls. Leider wird diese Atmosphäre von den bereits genannten Problemen größtenteils zunichte gemacht. Manchen von euch wird vielleicht die geringe Menge an Rätseln aufgefallen sein und vielleicht fragt ihr euch, wie lange wir denn in Belladonnas Welt verweilen dürfen. Leider beläuft sich die Spielzeit nur auf knappe 1,5 Stunden. Soweit mir aufgefallen ist, gibt es keine versteckten Elemente, die zu mehr führen würden, und da es sich hierbei um eine komplett lineare Affäre handelt, bietet das Spiel auch keinerlei Anreiz, mehrfach erlebt zu werden. Somit bleibt am Ende festzuhalten, dass Belladonna nebst den eindrücklichen Bildern und der angenehmen Musik leider nicht den zentralen Charme populärer Point-and-Click-Adventures einzufangen vermag. Die Geschichte hätte zwar Potenzial gehabt, wenn vermehrt auf die polarisierenderen Elemente eingegangen wäre, aber in diesem Zustand ist man besser bedient, wenn man sich stattdessen die Universal-Version von Frankenstein anschaut. Oder wer lieber etwas Humor in seinem Horror möchte, dem sei Reanimator ans Herz gelegt, denn im Endeffekt sind wir in Belladonna ähnlich passiv wie die Zuschauer eines Films.